Hallo YouTube, ich bin's mal wieder, euer Matze85LP. Wir lassen jetzt die Zeit so lange vorlaufen, bis unser Hopfenfeld fertig ist. Dass wir da weitermachen können. Wir fahren jetzt schnell noch den Zug Raps weg. Hoch, so wie es aussieht, ist er schon fertig. Wollen wir mal gucken. Ist er fertig? Dann können wir ja wohl die Zeit runternehmen. Wollen den Helfer gleich ansetzen. Aber wir müssen wirklich noch den Raps wegfahren, dass wir einen Lernhänger haben. Bis wir denn, ich will hoffen, dass wir jetzt noch einen Zug voll kriegen mit Hopfen, dass wir gleich hochfahren können. Aber nicht alles in den Silo schmeißen und dann aus dem Silo wieder rausholen und hochkutschen. Das wäre halt nicht im Sinne des Erfinders. Wie gesagt, Obst brauchen wir noch auch nicht hochzufahren, unser Kompost läuft noch und dann müssen wir demnächst noch mal so Obstanlage hochbringen, dass wir da noch eine Einnahmequelle haben. Es ist halt ein bisschen schwierig hier erstmal Hand und Fuß zu kriegen. Dann müssen wir halt noch Silage machen. Ich denke mal, das wird das nächste Sinn. In der nächsten Runde, dass wir alle Flächen auf Mais drillen. Und dann daraus Silo machen, was überbleibt. Körnermais. Den brauchen wir nämlich auch noch und. Wie wir da in Jange sind. Da geht noch einige Zeit ins Land. Ich weiß noch nicht, wie viel Silo wir machen. Etwa ein Silo voll oder beide. Vielleicht oben noch das BGA-Silo voll. Mal gucken, wie der Ertrag ist hier. Wie unsere wirtschaftliche Lage denn ist. Denn wir, ich nehme hier gerade noch ein paar Parts für die Woche auf und das braucht halt Zeit und wie gesagt, ich muss halt ein bisschen auf Vorrat produzieren. Ich weiß nicht, was ich nächste Woche machen soll. Ich sitze jetzt am Samstag Vormittag noch hier und mache Südhämmern. Heute Nachmittag werde ich dann noch mal nordfriesische Marsch machen, dass ich die dann die Woche fertig habe und dann kommt noch der 1. Mai, da will ich noch ein paar rausbringen und wenn wir dann da sind und uns auch die einige Zeit im Land jagen und zum Glück ist unsere Seemaschine fertig. Aber dazu werden wir gleich kommen. Oh, am nächsten Part, ich mache hier mal vor die Wände fertig und dann. Dann werde ich auch den Helfer aktivieren hier, dass der hier die Fläche fertig macht. Nebenbei werden wir Hopfen machen. Aber ich denke mal, das werden wir im nächsten Part das hochfahren, weil wir es nicht schaffen. OBS ist auch fleißig am Aufnehmen und
Ich habe jetzt knapp 1,5 Stunden jetzt schon auf OBS. Dann werde ich ja mal OBS mal kurz stoppen, die Aufnahme wieder neu ansetzen, was die Parts nicht so lange wären und. Wenn ich so rechne, ich sitze wenigstens seit 2 Stunden schon und nehme alles auf und ganzen Vorbereitungen etc. Die Schlauchen. Dann muss ich gerendert werden, dann muss ich es hochladen. Das dauert ewig und 3 Tage. Bis dann fertig da sind und bis er es sehen tut. Ich denke mal. Die anderen Parts, die ihr jetzt seht, habe ich am Sonntag hochgeladen und ich denke mal, der Rechner wird auch die Nacht durchlaufen wieder. Dass da ein bisschen Action ist und dass ihr wenigstens was zu sehen habt. Dass ich dann Ruhe habe in der Woche, dass ich meine Arbeit machen kann. Müssen halt viel vorbereiten. Wir müssen halt noch ein paar Flächen ausdrillen und wenn ihr das seht, dann werden wir wahrscheinlich schon fertig sein mit Drillen. Aber wir müssen halt mal schnell zum Helfer wechseln. Zum Drescher. Denn der ist nämlich auch schon mal voll. Ein bisschen Überschuss werden wir haben auf der Fläche. Ist halt nicht viel, aber ein bisschen. Denn wir müssen halt noch ein bisschen produzieren hier und wie auch die Fläche, weil wir ja Sonnenblumen machen oder ich will die Sonnenblumen hier drauf setzen. Aber wir noch ein bisschen Überschuss Sonnenblumen haben, denn wir brauchen Bäckerei braucht Sonnenblumen, die Speiseölproduktion braucht Sonnenblumen, Dieselproduktion braucht Sonnenblumen. Das sind ja halt die 3 Stellen, die Sonnenblumen brauchen. Da wir da ein bisschen Vorrat haben, müssen wir also ein bisschen vorproduzieren und ich denke mal, in der nächsten Runde werden wir viel auf Mais machen müssen. Nee, können wir ja das Jahr nicht. Mais können wir das Jahr nicht machen. Da fehlt uns noch das Geld, haben keinen Hexer. Dann war es das mit Mais erstmal. Dann wird Mais auch mal auf Heil geschoben, bis wir endlich einen Hexsack uns leisten können. Und dann wird Mais gemacht. Bis zum Umfallen. Dann denke ich mal, wird wahrscheinlich 2 Wochen Mais machen Sinn und. Mais, Mais, Mais. Dann wenn wir, dass wir da mit Mais dann durch sind, in der nächsten Zeit aber kein Mais machen müssen. Machen müssen, dann. Ich denke mal, haben wir dann auch die Schnute voll mit Mais. Dann haben wir auch reichlich Mais auf Lager, wenn wir die Silos voll haben. 1, 2, 3 Silos. Dann muss ich mich dann drum kümmern, wenn wir Mais machen, in Frontlager zu holen. Der es uns in der BGA reinschaufelt. Da ein bisschen Geld machen. Alles, das macht man eigentlich nicht, stellt man weg. Aber wir haben jetzt mal ein bisschen Zeitnot. So wie es aussieht, wenn wir die Seemaschine auch noch füllen. Nee, brauchen wir nicht. Haben noch was drin. Auch nicht mehr füllen. Brauchen wir da so ja drinne.
Ach, mit der habe ich so ja noch angedrillt. Als zusätzliche Hilfe. Aber da haben wir aber jetzt auf Mais, Rüben, nee. Sonnenblumen. Sonnenblumen jetzt weitermachen und dass wir da weiter produzieren können. Einen kleinen Puffer haben am Sonnenblumen, da müssen wir Sonnenblumen machen. Wie gesagt, wir brauchen halt den Puffer, da wir ja demnächst viel brauchen. Alleine schon 1, 2 Produktionen der Standardproduktion, die meist brauchen. Da müssen wir halt noch Mais machen, Sonnenblumen. Wieso immer ich schon mal mit meinem Mais? Wie gesagt, Sonnenblumen, Sonnenblumen, Sonnenblumen. Aber wir werden gleich nochmal rückspringen müssen auf die Scheibe. Sollen wir nämlich da im Dreieck so stehen, das wollen wir nicht. Wir müssen hier ein bisschen mit aufpassen, dass er einfach keinen Mist macht. Denn wir müssen uns ein bisschen sputen, dass wir dann wirklich in Gange sind und unsere Flächen wir haben, und unsere Flächen haben wir ja schon, dass die am Laufen bleiben. Und da uns unsere Geld wieder produzieren können und brauchen halt das Geld, dass wir weiter produzieren können, dass wir uns weiter expandieren können, uns ausbauen können. Das müssen wir halt drum kümmern, dass es läuft, dass wir weiterkommen. Denn wir müssen unseren Fuhrpark wirklich auch noch größer vergrößern und so da denn auf einem vernünftigen Stand sind. Aber dann ein paar Produktionen durchlaufen lassen können. Da werden wir noch ein paar ewige Zeiten brauchen und wie gesagt, jetzt muss ich mal rüber wechseln, gleich zum Mähdrescher. Dann werden wir mal weiter drillen. Wenn wir weiter drillen müssen, weil so ein Patzer wie letztes Mal will ich noch mal haben, dass wir in der Fläche anfangen und in der Fläche drillen mit dem Helfer und den doch nicht drauf wächst, weil der Helfer Mist gemacht hat, weil er nicht gedrillt hat, sondern nur gedüngt. Das soll uns nicht mehr passieren, aber ist wieder mal mitkriegen. Part ist voll. Jetzt beim nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Matze85 LP. Ich hoffe, dass ihr Freude habt an diesem Part habt. Ihr könnt mich gerne zeigen mit einem Däumchen oder einem Abo. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.